wunderschönen guten Morgen zusammen. Hier ist mal wieder Lucky Luke, euer Austrian Survivor. Oh, die Nacht in der Hütte war großartig. Jetzt ist es kurz vor 8 und Dennis und ich sind mehr oder weniger startklar. Man wird sich jetzt vielleicht fragen, wieso schläft ein Austrian Survivor in der Hütte im Bett? Ja, das hat damit zu tun, was wir heute vorhaben. Dennis und ich haben nämlich beschlossen, von der Skatebro-Hütte jetzt die ganze Etappe bis Fjellnäs durchzulaufen, was je nachdem, wie man fragt, zwischen 25 und 28 Kilometer sind. Ich habe es mal ausgerechnet mit dem Gelände, mit unseren Rucksäcken. Ich schätze, wir werden so zwischen 9 und 10 Stunden reine Wanderzeit haben. Das heißt, wenn wir jetzt um 8 hier loskommen, dann sind wir frühestens um 19 Uhr, 20 Uhr in Fjellnäs. Und vor der Etappe wollte ich dann doch noch einmal ordentlichen Schlaf kriegen. Wir sind gestern auch ziemlich früh ins Bett, jetzt sind wir beide recht gut ausgeruht. Rucksäcke sind gepackt, Hütte ist geputzt. Vielleicht auch noch ein kurzes Wort zur Hütte. Eigentlich müsste man diese Hütten aktuell aufgrund des Coronavirus vorreservieren. Das war uns aber nicht bewusst, bevor wir losmarschiert sind. Jetzt hatte ich hier kein Smartphone dabei, sondern auf Tour habe ich immer nur so ein kleines Handy mit. Das heißt, per App vorreservieren war nicht. Aber die Hüttenwirtin war gestern wirklich sehr lieb und hat uns freundlicherweise, nachdem das ganze rechte Zimmer frei war, trotzdem übernachten lassen. Dafür nochmal vielen herzlichen Dank. Dennis und ich sind auch beide vollständig geimpft, konnten das auch belegen und damit war das dann kein Problem. Genau. Jetzt geht's los, die ersten 7-8 Kilometer sollen noch relativ easy sein. Angeblich soll es auch heute nicht regnen. Wind geht schon wieder ein bisschen. Heute früh hat die Sonne ein bisschen durchgeblinzelt. Es sieht auch allgemein etwas heller aus als in den letzten Tagen. Ja, ich würde annehmen, wir machen jetzt mal die ersten paar Meter und dann schauen wir weiter, wie es läuft. Es ist mittlerweile nach 10 Uhr. Wir haben die ersten 5, vielleicht schon 6 Kilometer geschafft. Und vor uns sehen wir schon ein bisschen so dieses Fjellgebiet, über das wir heute noch drüber wandern müssen. Hier links müssen wir dann übers Gebirge drüber, damit wir nach Fjellnäs kommen. Und von unserem Aussichtspunkt hier kann man ganz so richtig diese Weite der Landschaft hier bewundern. Das ist echt krass. Kilometerweite Sicht, weit und breit kein Mensch zu sehen. Wir sind jetzt wirklich vollkommen alleine. Dennis, ich und die Wildnis. So, es waren tatsächlich nur schon sechs Kilometer, die wir geschafft haben. Denn hier nur ein paar Minuten nach der letzten Aufnahme sind wir jetzt hier angekommen. Der Platz wurde uns von ein paar anderen Wanderern empfohlen, weil der nächste Shelter wohl ziemlich zugemüllt und schon sehr dreckig und alles sein soll. Hier wäre ein geiler Platz zum Zelte aufschlagen. Das ist von der Skatebro-Hütte kommend, direkt bei der zweiten Brücke. Das heißt, man hat hier auch fließendes Wasser, um Wasser nochmal aufzufüllen. Und von hier sind es dann nochmal 2 Kilometer ungefähr bis zum nächsten Shelter. Aber hier oben ließen sich auf alle Fälle sehr gut jede Menge Zelte aufschlagen. Hier ist viel flaches Gelände. Also das ist auf alle Fälle ein sehr guter Tipp gewesen. Jetzt an diesem besagten Shelter. Einmal hier neben mir, da steht auch schön Feuerholz dran. Das ist so richtig eigentlich eine komplett überdachte Hütte, könnte man auch die Tür zumachen. Eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich mir dachte. Innen drin liegt halt leider hinten im Eck ein bisschen Müll rum.
Und so ganz winddicht ist die wohl auch nicht mehr, so wie das aussieht. Aber hatte ich jetzt aufgrund der Beschreibung von anderen Wanderern Schlimmeres erwartet. Was ich halt echt nicht nachvollziehen kann, ist das hier. Warum zur Hölle muss man seinen Scheißmüll hier rumliegen lassen? Dennis und ich schleppen jetzt seit 4-5 Tagen unseren gesamten Müll mit uns mit. Das gehört hier einfach dazu. Und hier hat irgendjemand beschlossen, dass dieser Shelter die private Müllhalde wird. Das ist echt eine Frechheit. Hier ist auf alle Fälle noch die zweite Hütte. Die soll so einer skandinavischen Kote, das ist praktisch die nördliche Variante eines Tipis, nachempfunden sein. Und hier drin sieht es halt doch wirklich schon ziemlich aus. Also ich sage mal so, ich möchte hier drin keine Nacht verbringen müssen. Sieht mir eher schon sehr verfallen aus. Das könnte man wohl mal wieder reparieren. Ich hoffe, man versteht überhaupt was wegen dem Wind. Dennis und ich haben gerade die Halbzeitmarke überschritten praktisch. Wir haben jetzt streckenmäßig die Hälfte des Weges hinter uns. Es ist 13.30 Uhr ungefähr. Das heißt, zeitmäßig haben wir schon mehr als die Hälfte hinter uns. Aber es macht nichts. Der Großteil des restlichen Weges ist jetzt relativ eben übers Fjell, beziehungsweise dann auch schon wieder bergab in Richtung Fjellnäs. Also sollten wir jetzt eigentlich besser vorankommen als bisher. Wie am ersten Tag haben wir jetzt vor uns wieder eine schöne Gruppe Rentiere. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, dass wir die nicht verschrecken. Manche Leute werden sich fragen, warum Dennis und ich diesen Gewaltmarsch überhaupt unternommen haben. Nachdem wir beide vorhaben, in Zukunft Expeditionen an Orte zu unternehmen, wo man nicht mit dem Handy rasch Hilfe rufen kann, ging es uns darum, unsere eigenen Grenzen auszutesten und auf diesem Gewaltmarsch festzustellen, ob wir imstande wären, zu Fuß Hilfe zu holen, falls einer von uns verletzt worden wäre. Es ist mittlerweile kurz nach 17 Uhr. Nach einer gefühlten Ewigkeit haben wir jetzt das Fjell verlassen und sind seit etwa einer Stunde im Abstieg. Meine Füße tun weh, wie nie zuvor. Aber immerhin, nach jetzt ungefähr 9 Stunden Wanderung, haben wir die ersten Zeichen von Zivilisation wieder vor uns. Und da hinten sieht man schon Autos stehen, man sieht da hinten eine Liftstation, unten im Tal sieht man schon Häuser. Es ist also ein Ende in Sicht.
liebe Leute, es war eine Sauschinderei jetzt, heute diese 28 Kilometer Etappe, aber wir sind in Fjellnäs. Damit haben wir unsere Tour auf dem Kungsleden von Gröbelschön nach Fjellnäs erfolgreich beendet. Jetzt geht es nur ein Stück weiter noch in den Ort rein. Da suchen wir uns dann eine schöne Übernachtungsmöglichkeit und vielleicht eine Gelegenheit, was essen zu gehen. Damit sind wir fertig. Ich freue mich, wenn ihr vielleicht auch bei den nächsten Videos dabei seid. Ich freue mich, wenn euch die bisherigen Videos gefallen haben. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut, pass auf euch auf. Euer Lucky Luke ist raus.